Grüß euch Gott, Sepp ist da, Waldheimwerk. Zum Buschkraft-Lodentrend wollte ich was sagen. Der taugt mir voll. Die Susanne Williams bezirzt mich seit Jahren mit ihren Lodenzeigs. Und auf YouTube, Facebook und so weiter siehst du immer mehr auch richtig Leute, die für Buschkraft-Loden-Equipment herstellen. Super. Es kostet auch was. Und Buschkraft ist für mich so, wie soll ich sagen, neue Materialien, neue Technik verbunden mit alten Fertigkeiten. Aber zur Not muss ich auch mit den alten Fertigkeiten alles abwickeln können. Klar ist es praktischer, wenn ich habe also aufblasbare Luftmatratzen, wenn ich nicht jetzt mal irgendein heißes Steinebett bauen möchte. Naja, und bei dem Lodenzeig ist mir jetzt auch so gegangen. Ich war begeistert. Dann haben wir eine Kleiderspende gemacht, wenn wir jetzt kurz vor Weihnachten, für die Caritas. Und die verkaufen das kostenlos kriege Zeig halt wieder gegen Geld, damit sie auch Kohle einnehmen. Und da habe ich diese Lodenjacke gefunden. 20 Euro. Sogar irgendein Name. Meine Frau hat das gleich gewusst. Und die ist super. Dann habe ich es angehabt, dann habe ich geschwitzt. Da gibst du das Loden, schwitzt man da. Ja. Und der Clou ist jetzt der, die Jacken sind ja so ausgerichtet, dass alle warm sind, aber für uns draußen ist natürlich nichts, wenn wir innen dann ein nasses T-Shirt und so weiter haben. Und jetzt habe ich heute gerade drinnen am Tisch mit meinem Mohrermesser und mit einer Schar dieses Innending, was ja doch wieder Nylon war, ausgelöst. Ich verzichte damit auf diese zwei Innentaschen, die hängen nämlich da dran, aber ich brauche es nicht. Und somit ist es von mir heute ein Billigloden-Tipp. Geht's in so Second-Hand-Läden rein, geht's in diese Caritas-Shop und zeigt, tut mir ja hoffentlich ein bisschen was Gutes damit und kauft euch dort irgendein abtragenes Lodenzeig. Ich habe mir eine Lederhose dort gekauft, die hat auch nicht viel mehr gekostet. Und ja, jetzt bin ich echt zufrieden damit und schwitzen tue ich auch nicht mehr. Und jetzt, obwohl ich da draußen sitze und da, wie gesagt, dieses ausgeschnittene Lodenzeig da habe. Loden ist Wolle vom, normalerweise vom Bergschaf. Das wurde verwoben und dann wurde das Gewobene mit warmem Wasser und mit Holzhämmer verklopft, so wie Filzen ungefähr, aber halt eben vorher gewoben. Und dann war das eigentlich raue Wolle, Loden. Und das Zeug ist richtig geil draußen. Das ist mehr oder minder wasserfest, wasserabweisend und das Wichtigste war mir, ich komme endlich ans Feuer setzen. Ich habe von meiner Alpengeschichte super teure Marmottjacken, Klupper zeigst, das ist gut, über 3000 Meter, aber ich komme ja an kein schönes Feuer sitzen. Damit und mit der Lederhosen geht's und das Investment war gering. Also, macht's mit, Loden sind super und wie bei allen Sachen im Buschkraft, der eine kauft seinen Porsche, gern wenn er es nicht leisten kann, der andere nimmt halt 2000 Euro Auto, solange noch TÜV drauf ist, solange noch alles intakt ist, das ist mein günstiger Tipp. Danke, mach's schon wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, alles Gute, seid bald und werdet für dich.